Hallo lieber Vida, herzlich willkommen bei In Balz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Märzhälfte 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, beginnen wir mit der intuitiven Message wieder. Ich habe was ziemlich Interessantes gesehen. Für die, die neu sind, ich nehme zuerst intuitive Messages auf und gehe dann zu den Karten über. Ja, ich sehe da Dinge. wieder, ich habe vor meinem geistigen Auge zuerst ein ziemlich klassisches Bild gesehen. Ich habe dich als ein kleines Mädchen gesehen, in einem Blümchenkleid, in einem Blumengarten. Einer Wiese voller Blumen war da. Du bist da auf dieser Wiese, bist du mit einem Korb, bist du herumgelaufen und hast Blumen gepflückt. An sich ein sehr romantisches und klassisches Bild. Die Sache ist die wieder. Ich habe dich dann gefragt, was du mit diesen Blumen vorhast. Deine Antwort war, ich werde sie jetzt pflücken, dann werde ich sie kochen und dann werde ich sie essen. Es hat mich ein bisschen an Frank Sinatras Song, welches war das? My Way, erinnert. Da gibt es eine Stelle, wo er sagt, wenn ich mal mehr abgebissen habe, als ich zerkauen kann, dann habe ich es wieder ausgespuckt. Es ist nicht eins zu eins das Gleiche wie das, was du als eben kleines Mädchen davor hast, aber es hat für mich so die gleiche Energie. Ich fress das auf. Ich koche das und dann werde ich es auffressen. Es ist so ein, es ist ein bisschen ein Kampfhund-Modus, in dem du dich befindest wieder. Du sammelst da romantische, süße Blümchen, schön und gut, aber ich habe das Gefühl, du bist in der zweiten Märzhälfte ein Pitbull. Und du beißt rein und wenn es dir zu groß sein könnte, spuckst du es einfach wieder aus und gehst weiter beißen. Und also man darf sich in der zweiten Märzhälfte nicht von deiner netten Seite beirren lassen. Ja, da zeigt sich deine Pitbull-Seite. Und gerade bei Pitbulls geht es oft darum, dass die zubeißen und nicht loslassen. Okay, Pitbulls, die beißen. Und die lassen einfach nicht los, die beißen weiter, bis das Stück, ja, es klingt jetzt makaber, aber bis die da was abgebissen haben. Und auch du, oder du bist im Grunde, bist du süß. Ich persönlich finde Pitbulls mega herzig, ich könnte die voll knuddeln, aber die haben ja eben diese Seite da. Und auch Frank Sinatra, das war nicht ein sehr großer Mann und ich finde sein Gesicht sehr bubihaft, aber dass der da eine solche, oder das ist auch eine sehr aggressive Zeile, die er da singt. Oder gibt diesem Lied My Way eine gewisse Aggression. Es gibt hier eine Seite an dir wieder, die etwas zerkocht und es dann isst. Und wenn es zu viel ist, spuckst du es wieder aus und isst weiter. Also da ist eine sehr instinktive, wilde, aggressive Seite an dir in der zweiten Märzhälfte sichtbar. Wehe dem, der dir zu nahe tritt. Sonst frisst du den auf. Drei der Stäbe hier. Du erwartest deine Beute. Du sagst, dieser Mensch wird kommen und ich werde den... Na, ich darf jetzt nicht solche Dinge sagen, das ist dann strafbar. In Bezug auf Menschen wäre das illegal. Die Blume, die kommt, sagst du hier. Sagen wir es so, die Blume, die kommt. Ich weiß genau, dass sich diese Blume melden wird. Wenn diese Blume dann kommt, dann werde ich diese Blume pflücken, es kochen und essen. Ich habe das Gefühl, dass es damit zu tun hat, dass du hier jemanden
ein bisschen wie vor Gericht ziehen möchtest wieder. Es geht hier nicht um, oder das Fressen und so, ich könnte, oder ich habe dich zum Fressen gern oder so. Nee, es geht nicht um das. Es geht nicht um das. Es geht mehr darum, dass du etwas so wie in die Einzelteile mal häckseln möchtest, sozusagen. Nee, nicht den Menschen, sondern die, das Thema zwischen euch beiden. Und oder wenn du eine Blume kochst, dann kommen ja die Bestandteile daraus heraus. Ha? Wenn du Blumen kochst, dann kommt die Farbe raus, die Vitamine kommen raus, all das, eben all das Zeugs, das kommt raus in diesem kochenden Wasser. Und du möchtest wie alles herausbringen aus dieser Sache. Und wenn es sein muss, zerbeißt du es, damit noch mehr davon zerstückelt wird, sozusagen. Von diesem Thema, das zwischen euch beiden momentan ein Problem ist. Okay. Weil beim Kochen zersetzt sich schon was und mit diesem ich esse es dann auf, da zersetzt du es ja noch mehr. Ja, ich weiß, woran ihr denkt. Der Teufel hier. Dieser Mensch hat mir was zu erklären, sagst du hier. Schau mal. Drei der Stäbe ist dieses, ich weiß, dass da eine Nachricht kommen wird, Karte. Da kommt eine Nachricht, du wartest hier auf den Vorschlag für einen Neustart von jemandem und das ist regelrecht der Teufel, auf den du wartest hier. Das ist deine Sicht wieder. Ich muss da ehrlich sein, ich hab wieder im Mondzeichen, aber ich muss da jetzt dein Gegenüber verteidigen. Ich nehme von deinem Gegenüber gar nicht solche Energien auf, ja. Dein Gegenüber wirkt auf mich nicht wie eine Blume, die du kochen solltest und aufessen solltest und der Teufel ist und all das. Aber das ist halt deine Einstellung hier. Du sagst, er soll ruhig kommen. Okay. König der Schwerter, das ist dein Gegenüber. Du, dein Gegenüber möchte hier auch ein paar Dinge zerstückeln und genauer anschauen und genauer besprechen, die Details besprechen, schauen, was falsch gelaufen ist. Langfristig überlegen, ob man da eine Lösung finden kann, ob man da die Mitte finden kann. Siehst du, ist gar nicht so schlimm, dieser Mensch hier. Mit dem Teufel gleich neben der König der Schwerterkarte kann das natürlich ein Hinweis darauf sein, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der viel zu sehr im Kopf ist. Schwerter stehen für Luft, stehen für Gedanken. Aber ansonsten sehe ich hier keine schlimmen Vibes. Keine schlimmen Energien bei deinem Gegenüber wieder. Ich höre dich weiterhin sagen, doch, denn wer, oder? Der soll ruhig kommen, das ist der Teufel. Okay. Das überzeugt dich nicht so sehr, was ich dir gerade erzählt habe. Schauen wir mal. Der Herrscher. Das hier ist dein Blick. Die Herrscherkarte ist die Wiederkarte im Tarot. Das bist du. Sein Blick geht hier rüber zum König der Schwerter. Und es ist ein bisschen ein, oder ich erzähle dir hier gerade etwas über dein Gegenüber. Ich erzähle dir gerade, dass dieser Mensch gar nicht so schlimm ist, wie du ihn, sie wahrnimmst. In den meisten Fällen ein ihn hier. Aber wieder, ich glaube, das kommt nicht bei dir an momentan. Das ist das, was ich dir Positives über diesen Menschen hier erzähle. Du bist sehr überzeugt davon, dass du hier ein Hühnchen mit diesem Menschen zu rupfen hast und dass du hier mal ein bisschen deine Zähne zeigen musst. Okay. Ich werde dich gar nicht davon überzeugen oder auf mich zu hören. Ich bin immer froh, wenn Menschen ein Tick vorsichtiger sind wie unvorsichtig, ja. Ist schon gut, dass du hier ein bisschen mehr drauf beharrst, dass du hier einen möglichen Schaden siehst, der auf dich zukommen könnte, ja, dass du hier ein toxisches Verhalten jetzt gesehen hast, ja, bleib da ruhig drauf bestehen. Ich versuche hier einfach zu erklären, was in deinem Gegenüber vor sich geht. Drei der Münzen hier. Wieder, lass uns hier etwas wieder aufbauen. Lass uns hier eine Beziehung aufbauen. Lass uns hier die Vergangenheit vergessen. Die Weltkarte.
Auf der 2 der Stäbekarte, der Karte, die hier vor 3 der Stäbe stattfindet, hält man eine Weltkarte in der Hand und schaut in Richtung Vergangenheit und plant dabei mit den 2 Stäben die Zukunft. Und die Weltkarte ist dem sehr ähnlich. Erstens ist es die Weltkarte und auf der 2 der Stäbekarte haben wir die Weltkugel in der Hand. Und schau, was sich hier gleich zeigt. Und andererseits geht es da auch, oder? Hier hat es auch diese 2 Stäbe. Ich zeige es dir rasch, damit du das auch bildlich vor Augen hast hier. Es geht darum, dass dieser Mensch dich in der Vergangenheit an einen Punkt gebracht hat, wo du nicht mehr weiter wusstest. An einen Punkt gebracht hat, wo du... schau mal, der war hier jetzt umgekehrt drin wieder. Wieder, das sind alles Hinweise. Das ist dein weibliches Pendant im Tarot. Du bist der Herrscher und die Herrscherin ist das weibliche Pendant. So heißt es, dass man sich unfruchtbar verhält. Nicht im Sinne von schwanger werden, sondern es kann sein, dass du hier ein bisschen vielleicht doch ein bisschen darüber nachdenken solltest, ob hier nicht vielleicht doch eine Chance zwischen euch beiden besteht. Und jetzt finde ich die 2 der Stäbekarte nicht. Hier. Siehst du hier die Ähnlichkeit? Ich lege das so, weil das hier ist in der Vergangenheit passiert und das hier ist jetzt. Hier die Weltkarte in der Hand, hier die Weltkarte, hier die Weltkugel in der Hand, hier die Weltkarte. Siehst du hier diese 2 Stäbe? Das sind diese 2 Stäbe. Mit Blick in Richtung Vergangenheit versucht man hier eine Zukunft zu planen. Der Unterschied hier ist, dass man hier bei der Weltkarte mit der Vergangenheit abgeschlossen hat. Mit dem, was passiert ist, abgeschlossen hat. Aber du kommst hier von 2 der Stäbe hin zu 3 der Stäbe und sagst, hier ist was passiert, wo ich die Hoffnung verlieren musste in Bezug auf euch beide, in Bezug auf uns beide. Und ich weiß, dass dieser Mensch jetzt kommt und ich weiß, was ich jetzt diesem Menschen ein bisschen so wie antun werde, was er sie mir auch angetan hat. Dein Gegenüber möchte hier lieber etwas aufbauen mit dir, möchte hier lieber die nächste Stufe mit dir gehen und bittet dich hier drum, das, was war, abzuschließen und vorwärts zu gehen, hier mit der letzten großen Arkana. Die Frage ist, ob du da mitmachst. Ich habe jetzt auch einen interessanten Satz gehört, jetzt während dieser Legung. Wieder, du sagst, jetzt gerade in Bezug auf die 2 der Stäbekarte, jetzt ist wieder irgendwo da drin, die 2 der Stäbekarte, die ich vorhin gezeigt habe. Du sagst, wenn es darum geht, was Positives von diesem Menschen kommt, bin ich bei 2 der Stäbe. Hoffnungslos. Wenn es darum geht, Negatives von diesem Menschen zu bekommen, da bin ich bei 3 der Stäbe. Ich kann mir sicherer sein, dass hier was Schlechtes von diesem Menschen kommt, wie wenn was Gutes von diesem Menschen kommt. Also du hast da schon ziemlich dein Bild im Kopf von diesem Menschen da gemacht. Ich bin gespannt, worauf das jetzt hinausläuft hier, ja? Heute am 8. März kommt diese Legung raus. Ich werde einen Discount machen am 8. März. Ich werde das dann einfach einblenden, ist nur heute gültig. Am Tag der Veröffentlichung, am Tag der Frauen, ja, zur Feier des Tages gibt es Rabatt. Ich blende das dann ein, okay? Die Verlosung läuft übrigens weiterhin. Du kannst deine persönliche Legung bei mir gewinnen. Mitmachen kannst du, indem du ganz einfach meinem Instagram-Account folgst. Da heiße ich Inbals Tarot, alles zusammengeschrieben. Unten in der Infobox findest du auch den Link sofort zu meinem Instagram-Account. Ende März werde ich dann den Gewinner, die Gewinnerin euch mitteilen, okay? Ich werde jetzt hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du wieder vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Die werden uns dann Zeitangaben machen, okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.